Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Tut dies und alles wird sich ändern, zum Besseren. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 22. Dezember 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind uns in jeder Hinsicht selbst treu. Wir werden nie vorgeben, etwas zu sein, was wir nicht sind, und wir werden immer unseren Gefühlen folgen. Wir sind jetzt Wesen, die ohne Körper denken und fühlen. In der neunten Dimension gibt es also keine Lügen, denn es gibt keine Möglichkeit, das, was man denkt oder fühlt, vor einem anderen Wesen oder einem Kollektiv zu verbergen. Wir sind alle offene Bücher, und das ist sehr befreiend. Was immer ihr glaubt, vor anderen verbergen zu müssen, wird wahrscheinlich irgendwann ans Licht kommen, und ihr teilt es ihnen sowieso unbewusst und nonverbal mit. Ihr könnt es also genauso gut auf eine Weise verbalisieren, die sich für euch gut anfühlt. Wir wissen, dass Gespräche, die ihr mit anderen Menschen führt, nicht immer einfach sind, aber wir wissen auch, dass es euch sehr hilft, zu akzeptieren und Frieden mit dem zu schließen, was ihr einem anderen Menschen mitteilen wollt, und es dann von diesem Ort des Friedens in euch selbst aus auszudrücken. Oft seid ihr alle überrascht, wie andere auf das reagieren, was ihr ihnen zu sagen habt, und die schwere Last, das Gewicht, das ihr so lange mit euch herumgetragen habt, ist weg. Und ihr erkennt, dass es von Anfang an unnötig war, es mit sich herumzutragen. Ihr habt so viel in euch, das ihr mit anderen teilen könnt. Es gibt so viel, was ihr euren Mitmenschen geben könnt. Dazu gehört auch die Erlaubnis, genauso zu sein, wie sie sind, und ihre Wahrheit zu sagen, zu wem auch immer sie sie in ihrem Leben sagen müssen. Bleibt euch selbst treu, indem ihr dorthin geht, wo ihr hingehen wollt, tut, was ihr tun wollt und mit demjenigen zusammen seid, mit dem ihr in einem bestimmten Moment zusammen sein wollt. Ihr braucht nichts zurückzuhalten oder im Stillen zu leiden, denn manchmal werdet ihr jemandem etwas mitteilen und er wird sich erleichtert fühlen, weil er dasselbe empfunden hat. Es hat so viele Vorteile, sich zu öffnen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass ihr euch auf die fünfte Dimension vorbereitet, in der ihr alle telepathisch sein werdet und nichts mehr vor anderen verbergen müsst. Eines der wichtigsten Dinge, die ihr einem anderen Menschen mitteilen könnt, ist, was ihr fühlt. Und oft denkt ihr, dass ihr eure Gefühle mitteilt, obwohl ihr sie in Wirklichkeit gar nicht mitteilt. Ihr müsst jemandem in emotionalen Worten sagen, was ihr fühlt, damit er wirklich versteht, was ihr durchmacht und damit er die Möglichkeit hat, euch gegenüber mitfühlend zu sein. Wenn ihr das tut, wird sich alles ändern. Es wird Blockaden lösen, es wird euch von festgefahrener emotionaler Energie befreien und es wird euch ermöglichen, euch so zu fühlen, wie ihr euch fühlen wollt und somit zu manifestieren, was ihr in eurem Leben manifestieren wollt. Ihr werdet dann auch sehen, ob sich der andere Mensch, mit dem ihr zusammen seid, tatsächlich dafür interessiert, wie ihr euch fühlt oder nicht. Diese Information ist wertvoll für euch, denn ihr wollt mit Menschen zusammen sein, die sich ihrer Gefühle bewusst sind, sie ausdrücken und denen eure Gefühle ebenfalls wichtig sind. Ihr alle könnt das tun und die Weihnachtszeit ist eine wunderbare Gelegenheit, dies mit den Menschen in eurem Leben zu tun, die ihr liebt
und die euch lieben. Lasst nicht zu, dass all die Liebe nur an Bedingungen geknüpft ist. Öffnet euch und seid so liebevoll, wie ihr es seid, und gebt jedem die Chance, das Gleiche zu tun, und ihr werdet die Gesellschaft eurer Lieben viel mehr genießen, wenn ihr das tut. Wir sind der Arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.